Autsch. Okay, das war doof. Da haben wir es dann wiederum hinbekommen, jetzt zu sterben, aber das ist jetzt in diesen letzten Kapiteln sowieso irrelevant, das wird noch öfters passieren. Das kann ich euch quasi schon versprechen, dass das so sein wird. Da war gerade ein Leck, wo keins sein sollte. Das könnte jetzt heißen, dass die Festplatte voll ist. Das würde ich ehrlich gesagt der Weise mal ganz, ganz kurz ganz gerne checken, bevor ich jetzt hier... Wartet mal. So, dann stellen wir den Schwierigkeitsgrad nämlich schon mal auf Hardcore. Und dann sage ich mal ganz kurz Pause. So, da sind wir wieder sofort und weiter. So, los. Oh, da ist es schon. Oh, nee, das wird nichts. Komm, bring los, lasst mich umbringen. Das wird nichts, das habe ich von Anfang an gesehen. Wir müssen das Vieh hinter uns verlangsamen. Und zwar bräuchten wir dafür, ich muss mal ganz kurz mir was zu trinken einschenken, wenn mein Mund gerade total trocken wird. Es ist nicht einfach, sagen wir es so. Vor allen Dingen jetzt wird das Spiel halt viel weniger Kommentation für mich, weil ich es halt schon durch habe ein paar Mal, sondern jetzt versuche ich euch gerade eher so Tipps zu geben, wie man das hier am schnellsten und am besten und am professionellsten machen kann, während ich aber die ganze Zeit sterbe, was natürlich nicht so die beste Werbung für meine Idee ist. Wie ihr euch ja denken könnt. So, dennoch würde ich jetzt ganz gerne... Hier, das Vieh hinter uns müssen wir, schätze ich mal, verlangsamen. Dann können wir nämlich weitergehen. Und sobald es hinter uns Brrrr macht... Nämlich jetzt... brechen wir ihm einfach die Beine. Lauf. So. Eigentlich können wir uns das hier eigentlich recht chillig gestalten, wenn wir uns jetzt hier nicht so mega abrackern. Wo ist es denn? Ja, wo bist du denn, Alter? Ja, okay, so geht's dann wiederum auch nicht. Wird jetzt hart, okay. Also das Vieh müssen wir verlangsamen, dann müssen wir es ein gutes Stückchen weglocken, sodass wir uns in eine sichere Ecke zurückziehen können. Von da aus können wir dann die ganzen Viecher snipern, abknallen. Und dann, ja, wird gerade irgendwie ziemlich ungeil, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich habe es jetzt schon öfters gespielt und auch schon zweimal durchgespielt, aber bei den anderen beiden Malen bin ich einfach weggelaufen. Also das ist jetzt mit der Aufnahme einfach uncool, weil es dann Trial and Error ist. War das geil. Ja. Aus der Situation gestalten wir uns jetzt einfach ein bisschen ruhige Zeit. Machen einen auf besonders naseweiß und extra chillig.
Mal sehen, wo der jetzt rauskommt. Gibt jetzt. Nicht hinter mir, sondern vor mir. Da, ja, da ist er. Und der Spezialist. So, bevor wir jetzt übrigens hier lang gehen, werden wir einfach einmal einen Zack machen. Voll gerade. Ach, Leute. Sowas macht echt keinen Spaß. Was meint ihr? Also, ich weiß, ich renne jetzt auch nicht durch. Das wäre jetzt vielleicht die vernünftigste Lösevariante, weil schieß mich tot, dann geht es schneller und es ist vernünftig und ja, dann hast du das so. Hast du zwar Trial and Error, aber möglicherweise, nein, habe ich jetzt keine Lust zu. Ich möchte die einfach jetzt alle kaputt machen. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Och, wie ist denn, ne? Ausgerechnet von der Waffe auch noch. So. Ich schätze mal, ich schneide das jetzt sowieso irgendwie zusammen nur. Aber... Ja, genau, das mache ich. Ich zeige euch den Versuch, den... Ne, das werdet ihr dann ja sowieso nicht hören, weil das jetzt bestimmt nicht funktionieren wird. Aber falls ihr das jetzt hört, ich zeige euch dann den Versuch, bei dem es jetzt endlich geklappt hat. Der wird dann zum Leitfaden. So, was mich gerade extremst ankotzt, dass meine Stase nur verzögert funktioniert. Das ist sowas von ungeil. Boah, dieser Typ ist so anstrengend. Jetzt... Geh doch aus dem Weg, Jung. Du willst dich mit mir battlen, dann geh aus dem Weg. Ist doch einfach so. Boah, ne? Weißt du was? Was soll's? Komm her. Lass dich umarmen. Na komm. Und bumm. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her und bumm. Ja, komm, ja, komm und bumm. Und bumm. Und bumm. Und zack. So, jetzt. Geht's hier nämlich rund, dann mache ich jetzt hier nämlich einfach so und zack, 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 zack. Bin jetzt auch mit Stase belegt. Oh, Leute, ihr seid echt nicht mehr normal. Ich hasse es. Einstellungen auf Hardcore. Ja, ja, ja. Nee, welche nehmen wir denn mal am besten? Nehmen wir doch mal einfach den. Laden unsere Stase schon mal vorher auf.
Deswegen hat es wahrscheinlich eben auch alles. Nee, ich so! Weißt du? Weil. Alter! Er wird dauerhaft von einem Kotzer begleitet. Und den können wir, glaube ich, in dem Raum davor ausschalten. Also bevor der mit den zwei Incredible-Viechern. Dann haben wir schon mal einen kleinen Vorteil. Das Dumme, in diesem kleinen Raum sind noch diese kleinen Viecher. Deswegen musst du die ganze Zeit auf E drücken und kannst dich nicht wehren. Wenn du auf E drückst, dann können der eine sich von hinten angreifen und der andere von vorne. Letztendlich bist du in einer komplett ausweglosen Situation. Haben sie richtig gut hingekriegt hier. Es ist Hammer. Es ist einfach der Hammer. Und das geht mir aus dem Kopf. Wie ein Spiel so der Hammer sein kann. Das frage ich mich jetzt ernsthaft. Idiot. Peace, Kotzer. Der ist mir auch auf den Geist. Alter, nö, ne? Ich verliere den Verstand. Danke! Darauf wollte ich hinaus. Dann brauche ich nur noch die Himmelherrgottsruhe dafür, den gleich da die Beine abzuballern. 16 Stück habe ich also noch. Ist ja richtig viel. Komm, 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 komm. Machst du gleich mal den Aufzug auf? Moment mal. Nein! Ach, scheiße. Egal. Spaß geht direkt weiter. Frage ist immer nur, wie macht es Spaß? Lasst mich durch, ihr Penner! 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 Nein! Oh nein! Nee, ne? Oh nö! Ich habe so keinen Bock mehr! Das ist nicht normal! Das kann nicht gesund sein! So, wisst ihr was? Ihr habt es jetzt gesehen, wie das funktionieren könnte. Ich werde jetzt... Was werde ich denn jetzt tun? Ah ja, auf Fanatica habe ich also auch noch gespielt. Ist ja richtig Hammer.
Okay, ich werde jetzt hier die Aufnahme ganz kurz beenden, dann mache ich das auf Hardcore alles also nochmal und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Und zwar hier oder da hinten in dem Raum drin, also da der. Bis denne, tschüss.